schon alle da seid, obwohl es so lange gestern gedauert hat. Wir haben hier nämlich auch noch eine Aktion, nachdem wir schon die tollen Aktionen der KVs gesehen haben. Wir sind hier oben. Hallo. Genau. So, und hier wird jetzt gleich ein Plakat runtergelassen und da finden wir, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft drauf. Also, lass es mal bitte runter, ganz langsam. So, und was wir hier sehen, das werden wir im Wahlkampf transportieren müssen, denn das ist ein ganz entscheidender Punkt, um Schwarz-Gelb zu entlarven. Was steht da drauf? Wir machen es ganz, ganz langsam, ja, damit hier keiner was auf den Kopf bekommt. Schwarz-Gelb kostet Stromkunden 4 Milliarden Euro, liebe Freundinnen und Freunde. Und das müssen wir immer wieder sagen. Denn hier wird abgezockt zu Lasten und es wird am Ende den erneuerbaren Energien in die Schuhe geschoben. Und diese Art von Politik machen wir nicht mit. Wir lassen die Erneuerbaren nicht diskreditieren. Denn die Erneuerbaren senken den Preis und steigern nicht den Preis. Deshalb, dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür wollen wir auch kämpfen im Wahlkampf. Wir haben hier von der Bundestagsfraktion aufgedeckt, dass unglaublich viele Ausnahmen da sind. Und mittlerweile weiß jedes Kind auf der Straße, dass Rösler einfach einer ist, der versucht, wie im Karneval, alle möglichen aus der Wirtschaft zu bedienen. Und das werden wir ihm nicht durchgehen lassen. Dieser Rösler muss weg. Die Zeit der Kamelle für jeden Unternehmer ist vorbei, liebe Freundinnen und Freunde. Diese ungerechte Politik muss ein Ende haben. Wir werden jetzt gleich einsteigen in die Energiedebatte. Wir werden zeigen, was unsere Konzepte sind. Und wir werden zeigen, dass wir es besser können. Es gibt nur eine Partei, die Energiewende kann, und das sind die Grünen, liebe Freundinnen und Freunde. So, jetzt geht's auch wieder zurück und jetzt steigen wir ein in den inhaltlichen Punkt. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Bärbel, lieben Dank, Monika, Sven und Johannes. Das war wirklich eine tolle Einstimmung auf unseren Antrag und unser Thema, das wir heute haben. Wir gehen jetzt in die Antragsberatung. Euch liegt vor der Antrag E01, so schaffen wir die Energiewende durch den Landesvorstand. Ich würde gerne euch eben vorstellen, wie wir uns das jetzt heute Morgen gedacht haben. Es läuft wie folgt. Zuerst machen wir eine Antragseinbringung, das macht die Bärbel. Dann haben wir vorgesehen eine Aussprache, 4 Männer, 4 Frauen, 4 Minuten. In der Debatte haben wir 3 gesetzte Redebeiträge von Johannes Remmel, Wiebke Brems und Oliver Krischer. Dann haben wir zum Abschluss der generellen Aussprache unsere heutige Gastrednerin aus dem Europaparlament, wird kommen, Rebecca Harms. Dann gehen wir in die Abstimmung zum Antrag. Euch liegt vor auf den Tischen eine Antragsübersicht. Die müsstet ihr alle haben. Da könnt ihr sehen, es ist eine bunte Mischung aus Übernahmen, modifizierten Übernahmen, zurückgezogenen Änderungsanträgen und einer kontroversen Abstimmung. Das würden wir dann danach machen und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. So würden wir das gerne machen. Ihr könnt, während der Antrag des Landesvorstandes von Bärbel gleich vorgestellt werden wird, könnt ihr hier vorne an der Antragskommission eure Wortmeldung abgeben. Wenn ihr so einverstanden seid, dann bitte ich euch ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Ist jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig so angenommen. Vielen, vielen Dank. Dann können wir so verfahren. Und dann bitte ich zur Antragseinbringung Bärbel noch mal nach vorne. Bärbel, du hast 7 Minuten, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben euch vom Landesvorstand einen Antrag vorgelegt, der ist überschrieben mit: So schaffen wir die Energiewende.
Und wie schafft man sie nicht? So wie es die Bundesregierung macht, liebe Freundinnen und Freunde. Die Bundesregierung macht Murks. Die Bundesregierung fährt die Energiewende gegen die Wand. Und das müssen wir überall erzählen. Denn häufig genug ist immer noch der Eindruck da, man hat doch im Sommer 2011 einen Beschluss gefasst. Und auch CDU und FDP sind doch jetzt dafür, für den Ausstieg aus der Atomkraft. Und auch die sind dafür, die Energiewende jetzt durchzuführen. Einen kleinen Moment habe ich das damals auch gedacht. Vor anderthalb Jahren habe ich gedacht, vielleicht ist der lange Kampf gegen die Atomkraft jetzt vorbei und vielleicht läuft es jetzt auch so, weil alle zugestimmt haben, aus der Atomkraft auszusteigen. Aber nein, wir haben gemerkt, dass das keineswegs so ist und eigentlich ist es auch logisch, wenn man sich die Geschichte anguckt. Wir haben schon in den 70er Jahren gegen die Atomkraft mobil gemacht und es gab immer eine Formation, die war dagegen und das war die CDU und die FDP. Die waren bis zum Schluss dagegen, als wir im Jahr 2000 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen haben. Wer war dagegen? CDU und FDP. Und als sie rangekommen sind bei der letzten Bundestagswahl, das Erste, was sie gemacht haben, und vor zwei Jahren haben sie es realisiert, Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke. Dieselben Politiker, die damals Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke gemacht haben, die wollten uns weismachen, dass sie ein halbes Jahr später plötzlich für den Atomausstieg sind. Das haben sie nur gemacht, weil der Druck der Öffentlichkeit nach Fukushima da war und aus keinem anderen Grund. Es geht bei dieser Frage um viel Macht und es geht um viel Geld. Und gerade deshalb wird alles getan, damit der Ausbau der Erneuerbaren so lange wie möglich zurückgehalten werden kann. Warum hat denn diese Bundesregierung nach ihrem Ausstiegsbeschluss kein Gesamtkonzept vorgelegt? Warum hat sie zum Beispiel, wenn sie 8 Atomkraftwerke abschaltet, nicht das Ausbauziel für die Erneuerbaren erhöht? Hätte sie doch machen müssen. Hat sie nicht gemacht. Ganz deutlich wird, eigentlich will sie diesen Ausstieg aus der Atomkraft nicht. Und deshalb sind die Argumente, die jetzt kommen, im Prinzip gehen sie auch in dieselbe Richtung. Früher hieß es immer, wir können nicht ohne die Atomkraftwerke. Heute heißt es, ja, die Erneuerbaren sind gut, aber dieser Atomausstieg wäre es doch nur deshalb möglich gewesen, weil wir Atomstrom von unseren Nachbarländern bekommen haben. Liebe Freunde und Freunde, dieses Argument ist falsch. Wir sind im Jahr nach dem Atomausstieg, haben wir eine Reduktion unseres Atomstroms um fast 20% in Deutschland gemacht. Aber ebenso die Niederlande, die haben auch weniger Atomstrom, und zwar mehr als 11% weniger. Auch Frankreich hat in diesem Jahr weniger Atomstrom, ungefähr 5% weniger. Und selbst Tschechien hat ein leichtes Minus von 0,1%. Das heißt, es ist nicht der Atomstrom aus den Nachbarländern gewesen, der das Ganze kompensiert hat, sondern es ist der Ausbau der Erneuerbaren, gerade hier in Deutschland gewesen, der diesen Atomstrom kompensiert hat. Deshalb fallt auf dieses Argument nicht rein. Und die zweite Sache war immer, ja, die Energiewende, die geht doch deshalb nicht, weil die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Im Winter werdet ihr erleben, dass wir dann Blackouts haben. Das Gegenteil ist der Fall. Den letzten Winter haben wir sehr gut überstanden und der Blackout, den wir in München hatten, hatte mit den Erneuerbaren nichts zu tun. Das war eine ganz vollkommen andere Sache. Das heißt, wer hatte Blackouts im letzten Winter? Nicht Deutschland mit den Erneuerbaren, sondern es war das Atomland Frankreich. Frankreich hatte enorm viele Blackouts, gerade auch im Februar. Und es war Deutschland mit dem Ausbau der Photovoltaik, der Frankreich in dieser schwierigen Situation helfen musste. Die Photovoltaik, der Strom der Photovoltaik hat einen Teil dessen kompensiert, was die Franzosen an zu wenig Strom mit ihren Atomkraftwerken hatten. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen auf die Erneuerbaren setzen und wir dürfen uns nicht von diesen großen Mächten, von den großen Energiekonzernen irritieren lassen. Wir, Deutschland, wir mit den erneuerbaren Energien gehen den richtigen Weg und nicht die Länder, die weiter auf Atomkraft setzen. Und das dritte Argument, und das ist, finde ich, das perfideste Argument, das ist das, ja, wir wollen ja die Energiewende, wir wollen ja die Erneuerbaren, aber es ist viel zu teuer.
Ja? Und genau diejenigen, die das sagen, die treiben die Preise hoch. Das haben wir hier gesehen. Es hat, wenn man sich das Ganze anguckt, hat noch nie so viel Ausnahmen, so viel Geschenke für die Unternehmen gegeben wie in dieser Zeit. Und deshalb müssen wir dieses Argument entlarven. Gucken wir uns mal die Zahlen genau an. Die Bundesregierung hat Maßnahmen auf den Tisch gelegt, dass der Strom für die Verbraucher 2,6 Cent teurer geworden ist plus Mehrwertsteuer. 2,6 Cent. Und was ist der Anteil der Erneuerbaren daran? 0,5 Cent. Der Ausbau der Erneuerbaren beträgt im letzten Jahr 0,5 Cent. Und das sind keine 2,6 Cent, sondern 0,5 Cent, liebe Freunde und Freunde. Und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass die erneuerbaren Energien im letzten Jahr den Strom an der Strombörse um 0,9 Cent gesenkt haben, dann haben wir am Ende eine Preissenkung durch den Ausbau der Erneuerbaren und keine Preiserhöhung. Und das müssen wir den Leuten sagen. Ehe ich auf die einzelnen Sachen komme, begrüße ich direkt mal die Rebecca, die gerade reingekommen ist. Da ist sie. Rebecca, kannst du mal ein bisschen winken? Und Rebecca wird uns gleich vom Europaparlament auch noch erzählen, wie die Situation da ist. Denn im Europaparlament versucht der deutsche Kommissar Oettinger aus dem damaligen Atomland Baden-Württemberg die Erneuerbaren mit aller Macht zu verhindern. Wir haben also nicht nur eine Lobby hier in Deutschland, sondern wir haben auch einen Kommissar, einen Atomkommissar in Brüssel sitzen, der versucht, die Erneuerbaren kaputt zu machen. So, was haben wir für Ausnahmen? Im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, haben wir diverse Ausnahmen. Ausnahmen bei den Netzdurchleitungsgebühren. Und der letzte Clou waren 0,25 Cent, die Verbraucher mehr bezahlen müssen, weil TenneT den Anschluss der Windparks in der Nordsee nicht rechtzeitig hinbekommt. Das, liebe Freunde und Freunde, ist ein wirtschaftliches Risiko. Das hat nichts bei den Preisen der Verbraucher zu suchen. Und es ist schon verrückt, dass ein Wirtschaftsminister von der FDP, der immer angeblich gegen alle möglichen Ausnahmen ist, derjenige ist, der die meisten Ausnahmen hier im Land durchsetzt. Wenn man sich allein anguckt, wir hatten 250 Unternehmen, die waren ausgenommen unter Rot-Grün. Und im nächsten Jahr wird es bei der EEG-Umlage ungefähr 2000 sein. Wir hatten in diesem Jahr 1400 Unternehmen, die ausgenommen sind bei den Netzdurchleitungsgebühren. Und im nächsten Jahr wird das erhöht auf ungefähr 3000. Von 1400 auf 3000. Mittlerweile gehen Unternehmen durchs Land und versuchen, die Wirtschaftsunternehmen dazu zu bringen, auch eine Ausnahme zu beantragen. Das heißt, der Wirtschaftsminister hat hier, das Einzige, was er geschafft hat, hier hat er Arbeitsplätze geschaffen, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ein Armutszeugnis. Einer, der von der FDP kommt und angeblich immer sagt, der Wettbewerb soll es bestimmen, der macht die größten Ausnahmen und der ist der größte Arbeitsplatzvernichter. Denn am Ende trifft es nicht nur die Verbraucher, sondern die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Arbeitsplätze verlieren. Und deshalb sagen wir wollen weiter Ausnahmen. Das ist sehr wichtig, gerade auch für Nordrhein-Westfalen. Wir wollen weiter Ausnahmen für die energieintensiven Betriebe. Ja? Aber wir wollen sie nicht übermäßig. Denn momentan haben wir folgenden Effekt. Die energieintensiven Betriebe sind de facto von den Kosten ausgenommen, aber sie profitieren von diesen 0,9 Cent, die Erneuerbaren den Strompreis senken. Ja? So, das heißt, sie haben momentan einen Profit von 700 Millionen Euro im Jahr durch die Erneuerbaren. Und das kann doch wohl nicht sein, dass die Erneuerbaren ein Konjunkturprogramm für die energieintensiven Betriebe sind. Es gibt mittlerweile alle Unternehmen, die hier ihre Kapazitäten ausweiten, weil sie sagen, der Energiepreis hier ist doch so wunderbar billig. Ja, das kann es nicht sein. Auch die energieintensiven Betriebe müssen wenigstens das bezahlen, was sie an Vorteilen haben durch die erneuerbaren Energien. Es kann nicht sein, dass wir ein Konjunkturprogramm für energieintensive Betriebe auflegen. Und der letzte Punkt, den ich sagen möchte, ist der, dass Klimaschutz und Energiewende, die hängen zusammen, und zwar über den Emissionshandel. Dadurch, dass der Emissionshandel so ausgehöhlt worden ist, dadurch, dass die Zertifikate des Emissionshandels so überbordend sind und dass man zum Beispiel dadurch, dass man CO2 reduzieren kann in China, vor allen Dingen bei Kohlekraftwerken, momentan den Preis der Zertifikate hier so senkt.
Wir haben mittlerweile einen Zertifikatepreis von 6 bis 7 Euro je Zertifikat. Er war mal bei 30 Euro und Zertifikate, die man in China mit Kohlekraftwerken macht, kosten ungefähr 2 Euro. Das senkt den Preis. Und das führt dazu, dass Deutschland weniger Einnahmen hat aus dem Zertifikatehandel und dass das Geld für die Energiewende, für die Gebäudesanierung fehlt, liebe Freunde und Freunde. Deshalb Rösler ist auch gegen einen Klimaschutz, einen ehrgeizigen Klimaschutz und behindert damit die Energiewende in diesem Land. Und es führt dazu, dass wir mehr Geld für die Heizung zahlen müssen, weil wir weniger sanieren können und weil deshalb weniger gedämmt ist und mehr für Heizkosten bezahlt werden muss. Letzter Punkt, weil die Nordrhein-Westfalen-Sachen, die wird Johannes gleich darstellen, auch bei den Energieeffizienzmaßnahmen. Rösler selber hatte gesagt, er setzt da jetzt mal Mittel ein und macht was für die Energieeffizienz und hat im Jahre 2011 70 Millionen Euro eingesetzt. Was ist abgeflossen? 3 Millionen. Dieses Jahr 35 Millionen eingesetzt. Was ist abgeflossen? 3 Millionen. Und warum ist es nicht abgeflossen, das Geld? Weil die Förderrichtlinien fehlen. Liebe Freunde und Freunde, hier wird ein Fake aufgebaut. Man versucht in jeder Hinsicht, die Erneuerbaren auszubremsen. Man versucht in jeder Hinsicht, die Energieeffizienz auszubremsen und damit die Energiewende. Und das müssen wir beenden. Deshalb müssen wir Schwarz-Gelb ablösen und deshalb müssen wir unsere Konzepte durchsetzen. Danke. Vielen Dank.